Sehr verehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es ist ja hier schon ganz vieles gesagt worden, aber ich möchte jetzt in meinem zweiten Teil dann nochmal auf ein paar Probleme eingehen. Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden zwischen einmal den 29 kleineren Schlachtstätten, wie ja auch schon erwähnt wurde, die wir im Land haben, und zwischen einem großen Schlachtbetrieb in einer Konzernstruktur. Der Minister hat es hier vorne gerade angedeutet, wir haben zurzeit den Tetro-Kosten gehabt von 20 Euro je Schlachtung, weil der Betrieb eben auch schon in die Jahre gekommen ist, 25 Jahre alt. Das ist für einen Schlachthof schon ein stattliches Alter. Und das Ziel soll sein, wenn man im internationalen Markt bestehen will, 10 Euro pro geschlachtetes Schwein an Kosten innerhalb der Schlachtstrecke. Und wenn wir dann hier auch noch hören, dass wir in Deutschland eigentlich zu viele Schlachtkapazitäten haben, denn wenn man die Fachpresse verfolgt, freut sich Vion zum Beispiel darüber, dass er jetzt mehr Aufträge bekommt, also mehr Schweine schlachten kann, denn der Betrieb Vion in Perleberg hat seine Schlachtkapazitäten auch nicht ausgelastet. Da kommt für mich die Frage auf, war Tetero, die Schließung der Schweineschlachtung, eine Marktbereinigung unter den Großen? Fragezeichen. Wenn wir hier weiterkommen wollen mit Tierwohl und mit regionalen Wertschöpfungsketten, dann sollten wir in Zukunft wahrscheinlich landespolitisch mehr uns auf die kleinen Schlachtstätten konzentrieren, inwieweit wir hier Kapazitätssteigerungen hinnehmen können. Aber diese kleinen Schlachtstätten werden niemals diesen globalen Markt bedienen können. Das würde preislich überhaupt nicht passen, denn in einem kleinen Schlachtbetrieb, also ich kenne eben Preise, die liegen zwischen 25 und 35 Euro, je nachdem, wie groß der Schlachtbetrieb ist, Kosten pro geschlachtetem Schwein. Und bei den Preisen, die international, wenn man exportieren muss, sowieso ausgelutscht sind, haben diese kleinen Betriebe, auch wenn wir es hier fordern, die können ja mal gucken, oder wir sollen auf Landesebene mal schauen, ob die kleinen Betriebe, die 29, ein Teil dieser circa 9.000 Schweine, 10.000 Schweine, die da pro Woche geschlachtet wurden, ob die übernehmen können. Es würde ja nur mit einem Bruchteil funktionieren. Dann müssen aber diese kleinen Betriebe auch in der Region vermarkten. Weil durch die Schlachtung in dem kleinen Betrieb und mit den höheren Schlachtkosten ist dieses Fleisch überhaupt gar nicht konkurrenzfähig, um an einen großen weiteren Veredler, wie zum Beispiel Lupisluster Fleischwaren, wer den Betrieb kennt und auch die Hintergründe kennt, weiß, dass die auch mit den Preisen am Markt sehr, sehr stark zu kämpfen haben. Und wie heißt das so schön, das Wort eines Kaufmannes, der Erfolg eines Kaufmannes liegt im Einkauf, nicht im Verkauf. Und die Einkaufspreise werden immer nach unten gedrückt und da wird auch so ein Betrieb wie Lupisluster dann auch, wenn ein kleinerer jetzt dorthin liefern würde, weil er seine Kapazitäten jetzt mal etwas nach oben schraubt, die würden preislich wahrscheinlich gar nicht auf den Nenner kommen. Und dann wissen wir schon, wo die Schweine geschlachtet werden, also wahrscheinlich nicht in diesen 29 kleineren Schlachtstätten, es sei denn, wir kriegen dieses Fleisch über eine andere Schiene vermarktet, um am Markt auch höhere Preise zu erzielen. Ja, und ich denke mal, auch in ganz Deutschland haben wir das Problem, dass wir in Zukunft aufgrund der aktuellen Agrarpolitik, aufgrund der Ausrichtung der Agrarpolitik auf immer mehr Natur- und Umweltschutz, auf immer mehr Tierschutz, auf immer mehr Tierwohl, werden die Tierbestände auch gerade auch in den Bundesländern, wo wir jetzt noch eine viel, viel höhere Tierdichte haben, nicht unbedingt in Mecklenburg-Vorpommern, für uns wäre es fatal, wenn es weiter sinken würde. Wir werden bundesweit sinkende, gerade bei Schweinen, bundesweit sinkende Tierbestände haben, aufgrund der Sachen, die ich gerade noch mal untermauern, also Kastenstandsurteil, dann die Nutztierhaltungsverordnung, die Düngeverordnung wird mit dazu beitragen, die Ausweisung der roten Gebiete und mehr Tierwohl werden einfach dazu führen, dass wir mehr Platzbedarf für ein Tier benötigen, um einfach diese Standards zu erfüllen. Mehr Platzbedarf würde bedeuten, bei gleichen Tierzahlen viel mehr Tierställe bauen. Und da stelle ich mir die Frage, das ist im ländlichen Raum in vielen Gebieten überhaupt nicht mehr möglich. Also werden wir in Zukunft sinkende Tierzahlen haben. Und da, glaube ich, ist es auch illusorisch, darüber nachzudenken, jetzt vielleicht sogar einen neuen Schlachthof mit noch größere Kapazität, am besten 20.000 Schweine die Woche, damit wir die 10 Euro erreichen. Wo sollen die Schweine denn herkommen? Also die Fragen müssen wir, glaube ich, nochmal alle in uns gehen und die auch nochmal beantworten. Und ich stehe hier auch so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Als Direktvermarkter weiß ich, wie schwer das ist, in der Region seine Produkte direkt zu vermarkten. Da beneidet man manchmal die Großen, die einfach nur abliefern. Aber wenn man diese Schiene geht, über die Großen einfach nur verkaufen, einfach nur abliefern, ist man natürlich dem internationalen Wettbewerb ausgeliefert. Die Preise sind ausgelutscht, der Handel drückt die Preise nach unten.
und alle, die dazwischen in der Wertschöpfungskette agieren, drücken die Preise nach unten und am Ende ist der Bauer der Leidtragende, weil er am Ende seine Arbeit nicht ordentlich bezahlt bekommt und am Ende die Anforderungen, die die Gesellschaft an die Tierhaltung, an die Landwirtschaft stellt, eigentlich mit den Preisen, die erzielt werden, gar nicht erfüllen kann. Und ja, wir haben ja noch einen Änderungsantrag gehabt, der ja nochmal sich damit befassen soll, dass wir regelmäßig unterrichtet werden über den weiteren Fortgang dieser Unternehmungen, die das Ministerium jetzt hier auch unternimmt, auch Verhandlungen, die noch geführt werden müssen. Und ich denke mal, dass wir dann dieses Thema noch das ein oder andere Mal im Agrarausschuss bereden werden. Und ja, ich bin da wirklich gespannt, wie wir hier in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfahren werden und wie wir hier sprichwörtlich vielleicht die Kuh vom Eis kriegen. Danke für die Aufmerksamkeit.